Ja, und Sortiererei funktioniert aktuell auch noch ziemlich gut tatsächlich. Ja. Da speist gleich in so einen Stahlbarren, ne? Ich brauch Eisen. So, direkt aus dem Rohofen rausgeruppt, ey. Alter. So. Lol. So. Jetzt brauche ich schon eine Fabrik für Eisenzahnräder. Alter. Gesundheit. Mhm. Voll der geile Sound, Alter. Ah. So. Um nur um eine Variante von so einem Arm herzustellen, braucht das so viele Fabriken, ne? Das glaube ich dir, das ist ein Riesenaufwand. Ja, weil die einzelnen Komponenten müssen ja hergestellt werden, ne? Man darf ja, da musst du auch noch gucken, dass das nicht irgendwo verschluckt wird, sondern dass es tatsächlich als Endprodukt bestehen bleibt. Ja. Deswegen vergrößere mich, ich baue immer mehr an, das ist, boah. Riesige Potions-Produktion, die auf jeden Fall noch vergrößert wird, weil da sind ja noch vier weitere Dinger, die wir noch gar nicht erforscht haben. Fange ich ja jetzt schon an zu weinen, wenn ich darüber nachdenke. Ich habe mal alle Lager auf Stahlkisten erhöht. Nice. So, das sieht erstmal gut aus. Elektrode, das und jetzt brauche ich noch normal.
Wie nicht genügend Ressourcen. Oh. Irgendwas ist gerade fertig geworden. Könnte ich gewesen sein. So. Nice. Ah, ich kann die dritte Potion erforschen. Ja, gib ihr. Und so. Aha. Da brauchst du mal so eine Fabrik wie hier, ey. So. Wie ist das jetzt? So. Das ging aber schnell. Speichern. Was ist mit Speichern? Ja, der hat gerade gespeichert. Ach so. Ermöglicht die Erforschung weiterer Militärtechniken. Finde ich gut. Kampfroboter. Eisenbahn. Sollen wir eine Eisenbahn bauen? Ja, Mann. Alles klar. Die Forschung ist im Gange. So. Ach, ich bin blöd. Mal wieder.
Aber wir können schnelle Fließbänder jetzt bauen. Dude. Ja. Oh, ich sehe es. Ja, nice und so. So, läuft. So, guck mal. Guck mal. Die Herzecke ist nur dafür da, um den standardgelben Arm zu bauen. Alter. Mhm. Ja gut, das Spiel heißt nicht umsonst Factorio. Alter. So. Und noch eine Fabrik. Für den blauen. Genau. Was ist? Es läuft so viel voll, ne? Aha. Du hast jetzt auch, du kannst jetzt auch schnelle Tyler-Fließbänder bauen, ne? Ja. Nicht kotzen. I try to. Ich baue, forschen gerade nicht die Labore. Ich baue die hier ab und baue die woanders auf und tu nochmal 6 dazu, dann haben wir eine doppelte Menge. Ja. Wo willst du den hinbauen? Keine Ahnung. Sonst mach die hier oben rechts neben der Steinvorkommen. Weil ich, was die ganze Produktion angeht, gehe ich sowieso nach rechts. Wo willst du ihn haben? Hier. Wenn das irgendwie machbar ist. Ja, ich hätte jetzt noch einen größeren Platz gewählt, weil da kommen ja noch welche dazu dann. Ja, dann mach das hier. Warte Sekunde, hier.
Der Platz dürfte ja groß genug sein, weil dann kann ich nämlich sogar noch hier die nicht in die Kisten laufen lassen, sondern dann können die nämlich direkt da in die Labore reinfahren. Die Potions. Ja. Wenn das hier in der Ecke ist, wäre schon geil. Dann kann ich das so zentrieren. So. Okay, dann plane ich das mal ein bisschen besser. Yes. Ich habe nämlich gerade ziemlich blöd platziert, einfach mittendrin. Wie war das? Du wolltest dann irgendwie, dass die Arme unten auch ankommen, ne? Ja. Okay. Allerdings nur die blauen und die lilanen. Ja, ja, und da bin ich gerade auf hinarbeiten, tatsächlich. Okay, das ist machbar. Mach ich. Nice. Ja, irgendwann muss ich halt komplett bei Null anfangen. Sprich, irgendwo komplett neues Forschungsgebiet, hier Produktionsgebiet bauen, weil sonst ist es Ende. Beziehungsweise... Mit Platz jetzt, oder meinst du mit so ausprobieren? Beides. Tatsächlich. Okay. Am liebsten würde ich nochmal alles abreißen und mal neu vernünftig aufbauen, aber dann bleibt die Produktion stehen und das ist kacke. Weil es funktioniert, ich lasse es einfach laufen. Du wolltest die Potions dann direkt zu den Laboratorien, ne? Ja. Okay, dafür bereite ich dir alles vor. Sehr schön, danke. Dann kümmere ich mich nämlich darum direkt als nächstes. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass kein Kupfer reinkommt. Ja. Guck sofort nach. Nice. Ach, guck mal. Kupfer fehlt. Ein bisschen reingetan, jetzt läuft die ganze Produktion. Kupfer, ja. Yes. Ja, scheiße, weil sich die Kohle wieder stackt bis zum geht nicht mehr. Ja, wir können ja leider momentan mit der Kohle noch nichts tun, außer sammeln, ne? Mehr oder weniger. Mehr oder weniger, ja. Weil, okay, da wird die schon abgefangen, kommt wieder in den Kreislauf. Wieder in den Kreislauf kommen, kommt sie dahin, da wird sie wieder abgefangen und erst in die Stahlproduktion.